Dann fange ich nochmal an. Ich bin nicht Kerstin, sondern ich bin Johannes, aber zusammen mit Kerstin stehe ich hier heute Abend für den Bund der Deutschen Katholischen Jugend, für die Jugendverbände hier im Bistum Münster. In unseren Jugendverbänden engagieren sich Woche für Woche 75.000 Kinder und Jugendliche auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Was uns Jugendverbände ausmacht, ist, dass wir demokratisch organisiert sind und bei uns jeder mitbestimmen kann, ganz egal, wo er herkommt, was er glaubt oder welche Sprache er spricht. Aus unserem christlichen Glauben heraus sind wir überzeugt, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, egal wo er geboren wurde, welche Hautfarbe oder Religion er hat. Jeder Mensch ist wertvoll, einfach weil er Mensch ist. Aus unserem christlichen Glauben heraus ist für uns klar, wir bringen uns dafür ein, zusammen eine solidarische, humane und bunte Gesellschaft zu gestalten. Wir stehen heute Abend hier, weil diese Überzeugung leider nicht alle Personen oder Gruppen in diesem Land teilen. Und manche Gruppen, die an das denken, behaupten sogar, die Verteidiger des sogenannten christlichen Abendlandes zu sein. Wir stehen dem hier heute entgegen, weil wir nicht wollen, dass rechte Parolen und rechte Hetze wieder salonfähig werden in Deutschland. Wir wollen nicht, dass die AfD für sich beanspruchen kann, zu definieren, was christlich ist. Diejenigen, die hier heute im Rathaus in Münster, in der Stadt des Westfälischen Friedens, ihren Neujahrsempfang feiern, haben eine andere Vorstellung von Deutschland. Die AfD möchte, dass wir wieder nationaler werden, uns mehr auf uns und unseren Profit konzentrieren. Sie glauben, unserem Land könnte es besser gehen, wenn wir die Probleme der anderen nicht betrachten. Aber das glauben wir nicht. Das hat für uns nichts mit Christlichsein zu tun. Die Welt, in der wir leben, ist wieder komplizierter geworden. Weil das Leben schneller wird durch Kriege oder weil Staaten ihre Grenzen wieder schließen. Egoismus kann für uns aber keine Lösung sein. Die AfD fordert Rechte für sich ein, die sie anderen nicht zugesteht. Die AfD will nicht alle Religionen gleich behandeln. Und sie will Sozialleistungen kürzen und damit denen schaden, denen es in unserer Gesellschaft sowieso schon schlecht geht. Die AfD fällt auf durch platte Antworten auf komplizierte Fragen. Aber das ist nicht zu Ende gedacht. Mit flachen Parolen bietet die AfD einfache Lösungen an, ohne zu differenzieren. Das ist nicht das, was dem Land und den Menschen, die hier leben, gut tut. Das ist keine Alternative. Es kann keine Lösung sein, bestimmte Gruppen dafür verantwortlich zu machen. Dann heißt es ganz schnell, die Ausländer waren es oder die Flüchtlinge oder die Politik hätte alles falsch gemacht. Aber wir sind es, jede und jeder von uns. Wir sind diejenigen, die unser Land gestalten können. Bunt, human und offen. Wir Kinder- und Jugendverbände wollen keine Welt, in der alles wieder nationaler wird und jeder nur auf seinen eigenen Wohlstand achtet. Wir wollen keine Welt, in der Deutschland sich abschottet. Wir wollen eine Welt, in der friedliches Miteinander der verschiedenen Kulturen möglich ist. Die Kinder und Jugendlichen in unseren Verbänden setzen sich für internationale Gerechtigkeit ein. Sie nehmen an internationalen Begegnungen teil und setzen sich für das Miteinander in der Welt ein. Wir wollen, dass alle Menschen auf dieser Welt die gleichen Bedingungen haben, aufzuwachsen und ein auskömmliches Leben zu führen. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir keinen Schutz bieten oder denen Schutz bieten, die ihre Heimat verlassen müssen und die zu uns kommen. Warum auch immer sie zu uns kommen. Wir unterscheiden nicht, ob jemand geflohen ist, weil in seinem Land Krieg herrscht oder er geflohen ist, weil Hunger geherrscht hat. Geflüchtete sollen in unserem Land nicht nur Schutz finden, wir wollen ihnen auch eine Heimat und eine Perspektive bieten, damit sie gut bei uns leben können. Wir laden Geflüchtete ein, in unsere Gruppenstunden zu kommen, mit uns ins Ferienlager zu fahren. Genau das bedeutet es für uns, christlich zu sein, nämlich sie an unserem Leben teilhaben zu lassen, und zwar wirklich teilhaben zu lassen. Gerade Kindern ist es völlig egal, wo jemand herkommt oder woran er glaubt. Danach fragen sie überhaupt nicht. Kinder und Jugendliche wollen eine Zukunft, die frei ist von Ausgrenzung und Missgunst. Sie wünschen sich eine friedliche Welt des Miteinanders. Wir wollen eine Welt mit offenen Grenzen, die allen die gleichen Chancen bietet, ohne Ausnahmen.
Wir wollen einen Staat, der für Schwächere einsteht und nicht schon die eh schon Privilegierten bevorzugt. Wir wollen die Freiheit, unsere Religion so zu leben, wie wir das Gefühl haben, dass es richtig ist. Ganz egal, ob wir Christen, Moslems, Buddhisten, Juden oder was auch immer sind. Wir wollen die Freiheit, unsere Meinung zu sagen, ohne dass wir Angst haben müssen, dafür angefeindet zu werden. Der Friede spielt in Münster eine ganz zentrale Rolle. Der Friede zwischen Religionen und aber auch zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und wir wollen, dass das so bleibt in dieser Stadt. Vor einem Jahr haben tausende Menschen in Münster ihre Hilfe angeboten, haben Menschen willkommen geheißen am Bahnhof, haben Kleidung gespendet oder sich in Flüchtlingsunterkünften engagiert. Und ganz viele tausend Menschen tun das auch heute noch. Und die Veranstaltung heute zeigt, wie bunt dieses Engagement immer noch ist. Und dafür lasst uns weiter einstehen. Wir als katholische Jugendverbände und ihr alle, wir denken bunt. Wir sind für eine offene Gesellschaft für alle Menschen in diesem Land. Wir sind für Menschenfreundlichkeit und Toleranz. Wir sind für einen friedlichen Dialog der Religionen. Für einen respektvollen Umgang in Einheit und Vielfalt. Wir stehen für Integration und Weltoffenheit und für ein Miteinander, in dem wirklich jede und jeder zählt. Vielen Dank.